Oh, cool. Doppelhexenküche. Egal, die Tür ist offen. Aber bevor wir hier weiter fortfahren, will der Burnt alles. Hi. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, sehr guter Fuck. Qualitätsfuck. Mist. Boah, diese Instant-Hitbox von diesen Scheißviechern. Mann, mach die Ausweichbewegung. Wofür habe ich das denn? Verkauf mal Elixiere. Elixiere billiger als Biere. Ja. Stirb! Komm bitte nie mehr wieder. Okay, das sind die Versuchskaninchen-Dinger. Ich hoffe, da kommt kein Viech raus. Aber hier kommt ein kleiner Kodama. Und damit sind wir fertig. Ja. Alles ist meins. So, ich glaube, wir könnten hier jetzt einmal in der... Oder? War das jetzt einmal... Das ist noch der Masterblob. Einmal im Kreis gelaufen. Könnte sein. Könnte sein. Könnte aber nicht sein. Nein, wie sieht das Vieh an? Du weißt, Spiel, das ist das, wogegen ich gerade kämpfe. Es ist deutlich sinnvoller, erstmal das kaputt zu hauen, wogegen man gerade kämpft. Okay, ich habe vergebens gehofft. Saufi Saufer! Kannst mich mal... Wo ist das andere Vieh? Da. Ja. Ha, 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 ha. Cool, dass ich ausweichen darf. Ganz schön... Ich mag diese Dinger nicht. Ah, oh, ich mag diese Dinger jetzt doch. Er kommt aber nicht mehr wieder. Holla, holla. Da lieber die Windräder. Ich meine die Teufelsräder. Ist das hier ein Brocken? Es ist Brock. Mr. Brock. Es ist der Verstein. Wie heißen die Dinger noch gleich? Ja, Schnarchi, Schnarch. Ne, hier sind wir einmal im Kreis gelaufen, oder? Ich nix Ahnung, ich nix, nee. Mach das Ding hier mal. Greif ihn an den Po, genau. Wer hier ist ein Boss. Okay. Okay, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ne, von hier sind wir, glaube ich. Ah, scheiß drauf, wo wir gekommen sind. Erstmal. Dich, Knaben, hier. Zur Strecke vernichten. Na, komm, probier es doch mal. Mit der Sterbeeinwilligung. 1, 2, zack. Mehr. Komm, jetzt hau drauf. Hau auch drauf, wenn ich... Drauf. Aha. Pack. Hitzorn. Nein. Okay. Hier ist jetzt nicht mehr wahnsinnig viel übrig. Okay, Nummer 1. Nummer 2. Komm. Ausweichen. So. Kommt hier, ihr kleinen Würstkopfe. Ja. 1, 2. Und kaputt. Ja, wer hätte das Fuck. Meine Fahrt. Kollege hat mich gefragt, warum ich immer Fark sage. Ich habe ihm gesagt, ja, ich habe irgendwann auf YouTube angefangen, immer Fuck zu sagen und ich wollte das loswerden. Und er meinte, ist auch egal. Das gehört dazu, das ist Emotion, die muss raus. Genauso wie gegen den. Ja, genau, jetzt. Ich mache hier die ganze Zeit Krach hinter dem und jetzt sieht er mich. Ist klar. So. Sein schöner Elektrosmog-Ball.
Nein. Die Mächtigkeit meines Schwertes durchquert deinen Körper, wie der Hafersack von einem Hühnerschnabel durchstochen wird. So. Wir haben also sämtliche Kochkunsteinlagen hier vernichtet. Ich frage mich, ob das wieder den Boss vereinfacht oder so. Oh! Sehe, hier ist ein Schrein. Hier ist ein Schrein. Und ich sehe, ich habe sehr viel zu tun. Dann mache ich es gleich auf. Das ist mir dann doch lieber, glaube ich, das gleich aufzumachen. So. Auf. Der Reise. Ach, Stufenaufstieg ist direkt am Anfang, ne? Ja, genau, da ist der Stufenaufstieg. So, was nehmen wir denn? Ich überlege gerade. Ja, komm. Stärke gut. Stärke macht. Muss von der. Hä? Whatever. So, jetzt mal erstmal hier den Weg austarieren, der mich zum Büsselein führt. Hier mal erstmal. Hier war ja irgendwo was, wo es nach unten geht. Und da habe ich jetzt gerade gedacht. Ja. Okay, dann ist das der direktere Weg hier hin. Ja. Kannst mich mal. Das ist der direktere Weg. Vielleicht auch nicht. Vielleicht hätte ich auch einfach mal erstmal wo in die andere Richtung laufen sollen. Aber hier, genau das hier. Die Treppe in den Süden. Ich meine nach unten. Hier gerade nicht irgendwas. Okay. Hier sind wir richtig. Für den Untergang unserer Person. Fürchte ich. Könnte Kellys Gebets... Ah, da ist er. Versucht, Borberat neu zu erschaffen. Ah, you again. I was so close. Ich bin Optimus Prime. Aus dem Nichts. Ein Panda. Oder, nee, ein Braunbär, glaube ich. Was? Da kann auch der Scheiß Amrita wegteleportieren? Ich glaub's nicht. Hallo, unbekannter Bosskämpfer. For Boss Time gegen Obsidian Samu. Zu starker Samurai! Oh, ich kann ihn staggern. Hätte das gedacht. Bei einem zu starken Samurai ist das Staggern meistens nicht drin. 1, 2, zack, fuck! Oh je! Yeah. Sollte mal besser Abstand halten. Ja, nimm die! Die sind meistens jetzt nicht mehr so richtig staggerbar. Cool, dass ich treffe. Karate-Porno! Sag doch, ich kann nicht mehr steigern. Ich kann auch nicht mehr angreifen. Mann, der Buff hält lange. Oh, ist nochmal ein... Neuer Blitz. Ja, genau. Weg. Scheiße, da ist ein Ding im Weg. So, benutzt noch mal eins, danke. Ist das Vergiftung oder was macht der da? Oh, gut. Ja. Yeah. No. Oh. Kann jetzt auch im Schwertkampf angreifen.
Oh Gott. Jetzt mache ich mal hier mit. So. Einmal Schöller-Eis von... Okay. Yo! First try! So, ich muss mal eben Pause machen. Irgendwie interessant, dass wir unsere Widersacher immer am Leben lassen und die uns nicht, wenn sie uns einmal umbringen. Geht das hier weiter? Okay, da geht's weiter. Und da rede ich mal. Wo ist er denn? Ah, da ist er. Kann er überhaupt reden? Nope, kann er nicht. Ein interessanter Charakter. So viele Dialogzeilen wie er hat und eloquent wie er ist. Sind wir zu Ende. Mal sehen, ob wir den Panda-Bären, den Bären kriegen. Noch ein Bären. Einen Bärendienst erweisen. Warum heißt der eigentlich Obsidian-Samurai? Oh, deswegen. I dreamt of becoming a samurai, so that I could fight for Lord Nobunaga. Who do you fight for? That spirit? I have met men who have fought, struggled, and died to create a world without war. Where people and spirits can coexist in harmony. I fight for them. Lord Nobunaga told me that he would make me a true samurai someday. But he died before it could happen. It seems you have achieved it on your own. Skull Grizzly. This country in bondage. Treated like property. But then, my Lord Nobunaga granted me the title of samurai. But I couldn't save him. Like the Snake Man said, I believe only my lord could rule a world as crazy as this one. But does he really want to be resurrected? Exceptional man. None can know his true feelings. Guck dir zum Abschied meine knackigen Waden an. Atlasbär. Hey! Ishida hat sich mit dem einem Ausländer zusammengetan und begonnen, mit Hilfe dunkler Magie Menschen in Dämonen zu verwandeln. Es gibt keinen Platz für Männer wie ihn in der verrätvollen Welt, die Fürst Iyasu sich vorstellt. Wir müssen die Burg Sawayama zerstören und all ihre abstoßenden Geheimnisse mit ihr. Ich frage mich jetzt, was diese komischen Kochkunstdinger Röhren gewesen sind und ob es einen Unterschied gemacht hätte, sie am Leben zu lassen. Was haben wir denn jetzt hier? Nebenmission: die Geister von Sawayama. So, der Samurai. Ja, ja, okay. Dann haben wir hier die Hauptmission: Enthüllung des Dämonenkönigs. Heidewitzka. Das hört sich splendido an. Und wir haben die Nebenmission: das Erbe. In der nächsten Hauptmission 7 Kodamas und sonst keine Kodamas. Wir haben im Ausgangspunkt das Dojo. Und können hier unsere Macht endlich finalisieren. In eine größere Harmonie. Machen wir erst das hier. Ich habe von Fuku gehört, dass du die Techniken der Onmyo-Magie gemeistert hast.
Es gibt noch eine Zauberei, die ich dich lehren möchte, so unbedeutend sie auch sein mag. Doch zuerst muss ich dich bitten, deine Würdigkeit zu beweisen. Je mächtiger die Magie, desto größer die erforderliche Stärke, um sie zu kontrollieren. Indem du diese Prüfung bestehst, beweist du, dass du geeignet bist, diese Technik zu lernen. Ja, ich brauche noch nicht mal Magie, um diese Technik zu erlernen. Ich brauche nur geschwind fliegende Fäuste und Hände, Waffen, die daran befestigt sind oder von diesen ergriffen werden. Oh, wir sind wieder zurück auf dem Berg. Hey. Okay, ich habe ein Holzschwert, das... Okay. Nö. Was haben wir denn hier? Okay. Aua. Okay. Das passiert, wenn man sich zu sehr damit beschäftigt, irgendwelche coolen Gimmicks auszupacken. Diese ganzen 007 Gadgets. Okay, was haben wir hier? Aha! Jetzt kommen wir der Sache näher. Bursche. Ja! Siehst du den Schaden, der auf dich hineinprasselt? Haha! So geht das schon splendid, Horis. So, da muss ich jetzt hauen? Nein! Das ist Zunge. Die Macht des Leckens. Der Angstlecker. Oh. Irgendwie bin ich eingerostet, habe ich das Gefühl, seitdem ich eben mal kurz Pause gemacht habe. Okay, Phase 1 ist okay. Phase 2 ist nicht so ganz okay. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Oh! Wir haben nichts gesagt. Überhaupt nichts gesagt. Junge! Habe ich meinen Wert schon bewiesen? Habe ich! Ich frage mich nur, was das andere Zeug macht. Okay. Uiuiuiuiui. Naja, an und für sich einmal die richtige Ausweichbewegung gemacht und schon ist es mit dem Gegner vollbracht. Ich hab nur noch... Toll. Keine Ahnung. Mann, oh Gott! Ja, das... Das Heil-Item ist oben und nicht unten, Mann! So, einer geht noch. Einer stirbt. So, das war's bestimmt. Es kann nicht... Es ist wahnsinnig fair, was da gerade passiert. Der Blitzmeister kommt jetzt. Blitzmeister ist da. Blitzmeister hat einen knackigen Arsch. Aua. Blitzmeister... Kann gut zulangen. Toll. Weg! Was auch immer das jetzt tut. Toll. Ich komm einfach nicht weg von ihm. Ich komme nicht heraus. Ja, mach das. Falk! Oh Mann! Oh, ich habe noch andere Goodies. Cool. Yay. So. Ja, genau. Genau. Ugh.
Okay, machen wir jetzt mal das hier. Machen wir jetzt mal das hier. Hi! Rummel, 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 rummel. Aha! Oh, ich glaube, ich habe ihn gedebufft. Ui! Ich habe hinter ihm zu... Sophie! Hui! Ui, cool! Eins, zwei, drei, vier! Und weg hier! Mal sehen, ob ich mich noch ein bisschen... Oh, Scheiße! Buffen kann? Natürlich! So, nimm das schnell zu dir! Eins, zwei, drei... Bier. Ah, cool. Eins. Das war's. Ui. Drei. Vier. Hey. Ja, genau. Weg! So, wir machen dich jetzt ganz langsam. Zwei, drei, vier. Oh, es ist hinüber. Holy shit! Schwierigste Dojo-Mission bisher, würde ich sagen. Das ganz allein daran liegt, dass man so wahnsinnig wenig Heil-Items hat bei so einem Gegner. Aber gut, wir haben Goodies benutzt. Und sie haben mir die richtigen Goodies gegeben. Wasser gegen Blitz. Ich verbeuge mich vor deiner Macht. Der Anblick, wie du Dämonen nicht nur mit Rüstung und Klinge, sondern auch mit Magie zur ewigen Ruhe schickst, erinnert mich an jemand anderen vor langer Zeit. Verzeihung, ich schweife ab. Also gut, ich vertraue dir die Technik an. Setze sie mit Bedacht ein. Yay! Ich setze jetzt mit Bedacht erstmal... Ups. Nein, das war falsch. So. Die letzte Dojo-Mission. Wahrscheinlich für immer. Ist der tanzende Tonfa. Deine Waffe heißt Tonfa. Wo sie herkommt, ist unklar. Doch die aktuelle Form soll in einem anderen Dorf verfeinert worden sein. Tonfa sind bei Ninja beliebt, da sie verschiedene ungewöhnliche Angriffe ermöglichen. Weißt du, mein Vater hat mir den Umgang mit Tonfa beigebracht, daher vertraue ich auf meine Fähigkeiten. Wie wäre es, wenn wir mein Vertrauen auf die Probe stellen? Wenn du mich besiegst, bringe ich dir vielleicht sogar ein paar geheime Ninjutsu-Techniken des Iga-Stils bei. Gut, dann versuchen wir, die geheimen Techniken des Iga-Stils mitzuerleben. Interessant, dass ich eventuell... Ninja-Techniken hinter einer Waffentechnik dann nochmal verbergen, aber was soll's, das nehme ich gerne mit. Das ist mal was anderes. Es lockert die Sache auf. So, ich töte dich. Ich glaube, deine Dinger sind länger als meine. Aua. Deine Kampfkunst nicht. Also du bist... Aua! 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 So kannst du schneller auf Knöpfe drücken als ich. Mann! Wollte schon sagen... Na also! Dumm-di-dumm-di-dumm-di-dumm-di-dumm! Pause! Kriegst du mal was hinter die Ohren? Aua! Hinter die Ohren, Hanzo!
Hier, geh draußen spielen. Frische Luft ist besser für das Rheuma. Glaube ich nicht. Aber ich bin auch kein Arm. Guck mal, was ist mit Standardangriffen, wie ich dich da vorführe. Okay, du hast keine Heilung, dafür hast du Höhe. Hitpoint-Mechaniken. Wer beim Fußball Tore schießt mit einem Treffer, der muss auch nicht laufen können. Das ist meine Technik. Hier, nimm das nochmal. Tja, du hast eine zu lange Aufladezeit, Bursche. Haha. Hoho. Hihi. Ja, so sieht ein richtiger Ninja aus. Ha, ha. Okay. Das beenden wir jetzt besser mal. Okay. Dann träumen wir beim nächsten Missionchen mal zusammen weiter. Komm zu glauben, dass du mich Tonfa besiegt hast. Dass du mich Tonfa besiegt... Was? Was ist das für ein Satz? Komm zu glauben, dass du mich Tonfa besiegt hast. Okay, das ist Hattori Tonfa Hanzo oder sowas. Das war hervorragend, William. Ich werde dir alle Geheimtechniken beibringen, die ich kenne. Ich habe das Gefühl, dass die Qualitätssicherung bei deutschen Texten in dem DLC-Inhalt nicht so ganz das wahre Maß erlebt haben wie das Hauptspiel. Ich muss wirklich härter trainieren. Na gut, er ist Asiate, er ist Japaner. Okay, okay, das ist Absicht, damit es besser rüberkommt, dass er im Deutschen nicht so mächtig ist wie im Japanischen. Okay, super gemacht, Leute, super gemacht. Ich muss härter trainieren, damit ich bei unserer nächsten Begegnung... ich hab's überlesen dieses Mal sogar. Okay, meine Schuld. Bis dahin kann ich meinem Vater nicht in die Augen sehen. Der ist eh tot. Aber von daher, wo ist das Problem? Vater tot, muss ihm nicht in die Augen gucken, alles gut. So, beim nächsten Mal machen wir dann mit der weiter entfernt... Obwohl, nee. Machen wir mit dieser Nebenmission weiter, weil hier müssen wir nochmal in dieses fucking Schloss rein. Ich hasse es. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.